Hau ab! Nö! Hau ab! Du verdammt Alter! Eieieiei! Eischicke Marke! Chimichangas mit Soße! Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Shovel Knight, King of Cars, Hydran und Südtube hier. Jo, der König des Schloss vom König Stolzmann steht mir, denke ich, offen. Jedoch vermute ich, entweder muss ich hier erstmal hier den des Teachers Haus geschafft haben, damit sie sehen, aha, ich bin dann wirklich ein Teachers-Spieler, warum geht ja alles in Zeitlupe? Oder der Kampf gegen den König Stolz muss auch ein Teachers-Spiel und dann brauche ich Übung. Ich bin doch nicht so gut. Halle Hopse. So mal lieber. Oh, der Ross, der Rüpelross. Von der habe ich ja je weder Huf noch Haut gesehen, Goldi. Das hier ist mein Posten. Wenn du Teachers mit einem Pferd wie mir spielst, kommst du unter die Hufe. Aber wenn du unbedingt willst, ja, ich verprobier mein Glück. Du wirst bei Kistian ein Vermögen abdrücken müssen, um dir all die Karten zurückzuholen, die ich dir abluchsen werde. Hüha! Hüha, hühot. Hopp, 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 schobbel in den Kopf. Hopp, hopp, Reiter, wenn er fällt, dann Schreiter. Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben, fällt er in den Sumpf, macht der Reiter plumps. Ich hab ein bisschen was gemerkt. Ein bisschen mehr was gelernt und gemerkt, lieber Rüpelross. Daher, was machen wir? Oh, das ist ja einfach. Das sind ja nur vier innere Felder. Dann setze ich ihn dorthin und dann kann ich nur nach links verschoben werden. Dann schiebe ich dich dorthin und dann ist schon mal die Ratte blockiert. Haha, jetzt hat er sich selbst rausgeschoben. Okay. Das ist eigentlich gut, weil... Oder? Weil jetzt kann... Meinen Geist könnte er ja nur so wegschieben. Ah doch! Oh, bin ich blöd. Geht ja doch. Oh, ich hab ja... Na Moment, das blockiert's ja. Okay. Der war ja jetzt doch nicht so gut, ne? Weg mit dir. Weg mit dir. Aha. Jetzt habe ich verloren, oder? Weil jetzt kann ich nur seins nach oben schieben. Und dann hat er gewonnen. Ja, er hat gewonnen. Der Rübe gewinnt und mit der Eleganz hat er gewonnen. Bitte nicht meine Barrenkarte. Achso, er kann ja nur von den Karten klauen, die ich ja auf dem Feld habe. Dann nehme ich ja eine Ross. Okay. Nur weil es vier innere Felder sind, ist es nicht simpel. Ach ja, der hat hier einen Greif. Sie können nur in die Richtung geschoben werden, in die auch die gleichen Pfeile zeigen. Beziehungsweise, wenn da kein Pfeil dagegen zeigt, kann er auch nach oben geschoben werden. Das würde gehen, weil mit... Ich muss halt immer bedenken, welche Karten hat er dort. Und hier wüsste ich zum Beispiel... Aha, jetzt kann ich ihn dorthin schieben. Alles klar, jetzt hat er sich selber weggeschoben. Jetzt kann er aber nicht meinen Geist wegkriegen, weil er kann ja nicht seinen Greifen schieben, weil der zeigt ja nach rechts. Wenn ich das jetzt schiebe... Nee, das wäre blöd. Wenn ich das jetzt mache, dann könnte er mir mit seinem... Moment. Ich habe gewonnen! Alle inneren Felder sind ja belegt. Das stimmt, es kommt ja darauf an, wenn alle inneren Felder belegt sind. Nicht die äußeren müssen voll sein, sondern die inneren. Hassa! Hey, dann kriege ich sogar eine Greifenkarte. Jawohl, Legin! Und eine Medaille, sag ich doch.
Hey, dann tauschen wir das mal ein für... Ja, wen tauschen wir denn ein? Ein Käferchen. Okay. Wunderbar. Beim zweiten Versuch ist doch was. Hassa. Blalala. Und jetzt ist nur noch der Black Knight da. Nun hast du meine volle Aufmerksamkeit. Königin, König her. Ich muss zugeben, dass du dich recht gut auf das Spiel verstehst. Ja, Gil, finde ich auch. Dankeschön, dass du es bemerkt hast. Mir wird ganz anders, wenn ich sehe, wie sich dieses Debakel der Teachers Krone hier entwickelt. Entschuldigung, ich hatte einen harten Mund. Ich habe nämlich hier eine schwarze Haarpracht unter meinem Helm versteckt. In dem Moment, in dem ich erkannte, dass ich als Meister in Teachers eine Erleuchtung haben würde, wurde ich selbst zum Champion. Im Felde würde ich leicht siegen, kreuzen wir die Teachers-Karten. In meinem Geiste steht der Sieg schon fest. Komm, Schildschreck, ein Hinterhalt. Ach, Schildschreck ist eine Schildkröte. Ich kannte die aus Spectre of Torment, aber ich konnte mich nicht daran erinnern, dass der Name Schildschreck war. Vorwärts, meine wackere Schildkröte. Mögen wir ein würdiger Gegner beim Teachers sein. Aber nicht, dass der jetzt hier Rüttel, Rüttel, Rüttel macht. Hang Knight vs. Plug Knight. Hassa. Dann lege ich mal den Greif dorthin. Ja, okay. Oh je, das hat ja einen Doppelpfeil. Was bedeutet das? Was bedeutet der Doppelpfeil? Was sind die Flammen? Was bedeuten die Flammen, wenn ich fragen darf? Bossstärke Meteor? What the hell? Akta hat meine Karten zerstört. Ah, det ist ja, det ist ja fies. Wenn ich die dorthin setze, dann sind die schon mal blockiert. Okay, okay. Also mein Ziel sollte es wirklich sein, dass ich die inneren Felder besetzen kann. Hey, what the hell? Was machst denn du? Ah, ich kann es ja nicht genau draufsetzen. Aber ich kann es dorthin setzen. Ach du mit deinem Meteor, ach, hör mir doch auf. Mir fehlt der Pfeil. Kann ich mir irgendwie Infos holen von den ganzen... Okay, da steht was. Verschiebt Karten ohne. Verschiebt Standardpfeile und blockiert Doppelpfeile. Ach so, Moment. Heißt das, eine Karte mit Doppelpfeil kann eine andere Karte wegschieben, auch wenn der Pfeil eigentlich sie blockieren würde? Boom, weg mit dir. Da kommt schon wieder der Meteor. Det Ito, ihr Betrug, das ist doch ein Kartenspiel. Dann lege ich dich dorthin. Und ich schieb dich dorthin und es ist voll und er hat gewonnen, weil er hat zwei Edelsteine. Heide das. Hab doch niemand greifen, den hab ich doch erst bekommen. Meine Güte. Was ist, wenn ich die verliere? Kann ich sie mir da wiederholen? Hei. Jetzt auf Ehrenfang, okay. Aha. Dann lege ich dich dorthin. Okay, aha. Das Spiel willst du also spielen? Dann mach ich mal mit. Jetzt hat er seine eigenen Karten zerstört. Wie blöd ist der? Wie blöd ist David? Okay, also eine Karte, ein Stein gehört schon mal mir. Ja, von wegen.
Er hat sich wieder gemopst. Ach, wegen dem Pfeil ist es nicht möglich. Auch nicht. Drauf mit dir! Der klaut mir schon wieder alles weg. Aber Moment. Natürlich! Und jetzt will er wieder hier meine Karten zerstören. Pff. Aber gleich zerstört er seine mit. Nehmen wir seinen Meteor. Boomschakalage im Moment ist 0 zu 1. Mein Ziel sollte es immer sein, die inneren Karten voll zu kriegen. Also den inneren Stapel. Okay, also jetzt steht's unentschieden. Jetzt hat er gewonnen. Meine Fresse! Gibst du nur das eine T-Shirt aus oder so? Natürlich nimmt er sich meinen Quarker. Rabbit, Rabbit, Rabbit. Hat's wirklich was mit meinen Karten zu tun, dass ich einfach nicht so viele gute Karten habe? Ist es hier eigentlich Pflicht oder ist es einfach, sag ich mal, eine Möglichkeit, hier an Medaillen zu kommen? Hm? Weg mit dir. Und danke schon, dass du mich draufgeschoben hast. Hätte doch gar nicht sein müssen. Gleich zerstört er seine eigene Karte. Ja, da lachst du noch, als hättest du was geschafft. So. Aber jetzt kann ich ihn ja noch von oben wegschieben, oder? Weg mit dir! Ah. Ja, von wegen. Nö, das mach ich nicht. So. Du kommst dahin. Mein Quarker, da ist er ja schon wieder. Moment, das ist 1-0. Zwei Felder noch frei. Bummschakalaka. Im Moment ist immer noch 1-0 für mich. Ist doch eine feine Sache. Dann setze ich dich dorthin. Ja, ist ja klar. Hm. Okay, ja, nun. Am besten, jetzt müsste ich hier das ja noch voll kriegen. Wenn ich das jetzt da hinsetze, dann nimmt er wieder eine seine Karte, um sie nach rechts zu schieben und dann. Na ja, gut, er hat zwei, ich habe gar keine. Aha. Mhm. Und er hat, hat gewonnen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich lasse es erstmal gut sein. Nö, ich gebe erstmal auf. Du bist gut für mich. Aber zumindest hast du jetzt hier deinen Schildkrötenfreund bei dir, der dir ein bisschen Gesellschaft leistet. Hoppa. Yep. Yep. Ich weine mal meine Seele aus dem Leib. Ja, zumindest erkürzt mich hier das Salz aus meinen Tränen. Jip. Hassa, und ich empfehle mich. Heieiei. Also ich vermute, es ist optional, damit man hier zu diesen anderen Leveln kommt, ja? Weil hier habe ich die Level... Wobei, der Lichthof, versunkene Stadt. Ah, da kommt man dahin. Hm. Versunkene Stadt. Na, machen wir doch mal hier ein bisschen hier wieder Level 3. Packt euch. Hm? Also, zum Glück hat das niemand gesehen, ne? Okay, super.
Dich habe ich doch auch schon mal bei Spectre of Torment, glaube ich, gesehen. Hey. Na, warte. Grabräuber bist du, hä? Hast du Edelsteine hier vergraben? Zack. Autsch, ich werde gerade hier fertig gemacht. Weil ich Framejobs arbeite, da kann ich nicht hier reagieren. Zack. Und hopp. Komm, hoch mit mir. Ich muss mal auf andere Gedanken kommen hier. So, wie das abläuft, weiß ich ja genau. Ich gehe hier drauf und dann rutscht es. Und das rutscht erst, wenn der da steht. Okay. Ja. Oh, okay, alles klar. Na komm. Ja. Vorsicht, Vorsicht. Hoch, hoch mit dir, hoch mit dir. Ja. 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 Danke. Ja. Einfach Leben zurück. Nein! Da freut ich mich gerade noch retten, denn meine Rüstung, die ist nicht wasserdicht. Ja. Es ist wohl wirklich, ich habe ja, glaube ich, gehört, dass es gibt große Welten, aber die Level sind im Vergleich wohl wahrscheinlich wohl eher kurz. Weil schaut euch das an, da war ja nur ein Speicherpunkt. Zack, zack. Nein, 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 nein. Und hier kann man 3 Medaillen finden, wirklich? Ups, ey. Ups, dunk, dunk. Kannst du brechen? Kannst du brechen? Ja. Kannst du dich erbrechen? Bricht das Brot? Ja. Und verteilt es unter den Armen. Also da sehe ich ja, glaube ich, irgendwas versteckt. Hey! Nö, 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 nö. Ja, schon mit nicht mal die Krone trocken geblieben. Da wird sich ja mein Zahnarzt freuen. Aber noch normal. Stör hier nicht hier meine Ringelreihe-Phase. Das ist meine Stunde, meine Zeit. Da bin ich von allen Sorgen befreit. Yep. Fuck. Brrr, das war knapp. Okay, ich wette mit euch, dass irgendwas versteckelt. Doch nicht. Nein, 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 nein. Hör mich. Hör mich. Hör mich. Hoch, 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 hoch. Geh hoch. Yep. Okay, okay, okay. Ich will da drüben hin, weil da ist doch was. Da ist nichts verstellt. Zappelort nochmal. Yep. Aber mit ein. Ich habe so oft jetzt gedacht, dass ich hier abnippeln würde. Aha. Da stehst du. Da war der tanze ich auf der Birne. Hossasa, hossasa. Zack, Öse. Der ist mal gut ausgedrückt. Haha. Das habe ich richtig ausgedrückt. Moment, ich nehme mal den Hammer. Moment, wir haben doch hier eine Bomberatte. Nimm die Bomberatte. Ey, das hat ja jetzt gar nichts hier gebracht. Naja, dann lieb halt du. Lebe du Ratte einfach weiter. Jetzt. Na, so jetzt komme ich da nicht runter. Wie ging die Ratte nochmal? Dreh dich um. Hey, das ist aber. Es hindert ja nichts daran, dass ich hier die Ratte ist. Und ein Feld. Zack. Ach, leck mich doch. Moment, das krieg ich. Das krieg ich doch nicht hin. Ey, du, komm mal runter. Put. Ah, Mann. Jetzt muss ich extra sterben, damit ich da oben wieder hochkomme. Okay, aber ich will einen Reifen. Los. Da verliere ich auch halt gerne mal ein bisschen Gold. Okay, du, Freundchen, komm her. Nein, komm her. Put. Trau dich, du Memme. Zack, danke. Komm her. Schacki, Schacki. Wollen wir den Knochentango tanzen? Komm her. Ja, kommst du wohl her? Bitte. Hast du einen Zucken im großen Zeh oder was ist los? Komm, verdammt nochmal her. Nein!
Puh, gerade so. Hassa, haha, leckt mich. Ich komme hier dran, ob ihr es wollt oder nicht. Fuck. Soweit das sich bewegt, ist neu. Ach du Schande. Ach du Schande, sieht doch kompliziert aus. Wenn ich rolle, dann hüpfe ich nicht. Ach, so simpel ist es, hä? So simpel kann es sein. Da bin ich aber ein Simpel. Simpel, simpel, simpel. Ah, danke schon. Verdammte Geister, wo sind die Lichtkugeln, wenn man sie mal braucht? Hep. Dank. Na super. Okay, was macht es? Wirft Schaden auf den Feind zurück. Kann ich das wirklich brauchen? Oh, da steht es sogar, wie Vitalität es verbraucht. Zack. Und jetzt beweg dich. Ducken. Böse. Du verdammter. Hui, Buh, Schlossgespenster, den Film habe ich gesehen, ich fand ihn lustig, aber jetzt will ich deine Anwesenheit nicht. Lass dein Schwert stecken. Aber nicht in meinem Rücken, okay? Psst. Jedes Mal, wenn ich das Gold nicht einsammle, geht's verloren. So viel Gold habe ich verloren. So viel schönes Gold. Gold, Gold, Gold. Ram Drops. Okay. Ich habe Frame Drops. Danke. Hä? Nein, nee. Die ist doch falsch gewesen. Meine Fresse. Okay, habe ich dich gerade mit deinem einen Kumpel, mit dem Schädel deines Kumpels hier besiegt? Puh. Da komme ich aber in Schwitze. Nö. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Hä? Danke. Wie viel Gold hat mich der jetzt gekostet? Gute $500. Und jetzt hole ich mir das Gold von euch zurück hier. Schon interessant, wie tote Wesen hier Vitalitätssträngchen aus. Aha. Oh, ich dir. Hasche dich, verstecke dir. Das gefällt mir gar nicht. Ja. Ich habe eine Medaille gefunden. Wo sind die anderen? Okay, da ist eine. Das war schlechtes Timing. Hätte ich mal. Hätte ich mal genau geschaut. Hä? Moment. Ich kann auch in der Luft rollen. Was bin ich hier? Bin ich hier Sonic der Hedgehog, der einen Homing Attack macht oder was? Nein! Also, dies wollte ich jetzt nicht nochmal machen. Na, dankeschön. Also. Aber jetzt weiß ich zumindest, ich kann sie durch Schulterstöße, kann ich hier. Ja, dann kann ich zwar durch sie durch, aber gleichzeitig falle ich auch in mein Verderben. Was ich ja in den meisten Fällen vermeiden möchte. Ja, ich bin weg, mein Freund. Jetzt habe ich auch 500 verloren. Ja. Da komm. Dreh dich um. Du schaust mich in letzter Zeit überhaupt nicht mehr an, weißt du das? Zack. Wie weit kommst du? Also, ach, ich muss auch. Ich kann auch einfach da noch unten drücken. Okay. Okay, also im Grunde muss ich. Jetzt! Und jetzt! Jawoll! Und jetzt! Und jetzt! Jawoll!
Da ist doch was versteckt. Ich sehe den Schädel. Ich sehe den Schädel. Krebs muss man haben, ne? Für einen kleinen Apfel. Hätte ich mir sparen können. Hä? Bum schakalaka. Und bum schakalaka. Und hep. Wuhu. Okay, okay. Wo ist... Wo ist hier die letzte Medaille? Hep. Zack. Aha. Also, gib her, dann, gib her das Gold und die Schätze. Ist alles meins. Alles meins muss auf meine Kasse drauf. Was machst du nur mit deinem Grabstein? Moment, komm her, ich hab ne Idee. Das war nie die Idee. Das war nicht der Plan, den ich umsetzen wollte. Ich verliere so viel und das für ein paar Medaillen, die ich mir aber auch für zusätzliche Sachen holen kann. Da gab's da doch eine Fähigkeit, mit der ich naheliegendes Gold ranziehen kann. Ich glaube, die sollte ich mir als nächstes holen. Wäre sicher praktisch. Ja. Frame Drops. Zack, 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 zack. Ich werde hier nur Akro. Ja. Und hopp. Okay, das habe ich ja schon alles. Also einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Einfach weiter wollen. Immer mit der Wolle. Immer wollen. Du musst es wollen. Du musst doch nur wirklich nur dran glauben, dann klappt es auch. Wieso diese Frame-Drops? Das geht mir auf den Senkel. Zack, zack. Okay. Zack. Ich würde mal gerne hier weiterkommen. Ja. Das hab ich gesehen. Ich konnte nur nicht schnell genug reagieren. Ha. So, jetzt. Ich möchte hier einfach gerade hier nur eine Level beenden, okay? Dürfte ich das bitte tun, ansonsten platzt mir noch ein Äderchen. Vor lauter Frust. Ja. Ich hab vielleicht Geduld. Ich seh nix. Ich reagiere nicht. Ich kann nicht reagieren. Ich hab vielleicht Geduld, aber trotzdem. Ich bin schnell genervt. Weil ich sag mal so, ja, hätte ich keine Geduld. Hätte ich keine Geduld, würde ich wahrscheinlich nicht diesen Level weitermachen, ja? Dass ich trotzdem die Geduld aufbringe, die Level immer wieder zu machen, zeigt, dass ich Geduld habe. Heißt aber nicht, dass ich nicht genervt werden kann. Ja. Dankeschön! Okay, wo ist bitte die letzte Medaille? Hau ab! Das ist mein Platz! Nö, nix da! Ist eine Ein-Mann-Fahrt hier! Haha, runtergeschubst. Autsch! Hihihi! Hau ab! Nö! Hau ab! Du verdammt Alter! Eieieiei, schicke Marke! Chimichangas mit Soße! Und ich hoffe, dass ich diese letzte Medaille noch finde. Ich will diesen Level nämlich nicht nochmal machen müssen. Ich habe so viel verloren, also dass ich hier gewonnen habe. Hep. Zumindest in der FPS wieder da. Merkt das Spiel, macht den Jovo nicht wütend! Wütende Jovo! Hier ist keine gute Sache! Jovo geht's nicht gut. Jovo hat Kopfschmerzen. Jovo braucht ein Aspirin. Wieso hat er eigentlich Angst, dass ihm ein Schulterstoß Schaden zufügt? Ich meine wirklich. Macht sich durchlässig, als hätte er Angst, dass ihm was passiert. Ich kann hier mal keinen Schädel... Hörst du mal auf! Ich kann hier mal wohl keinen Schädel brechen im Geist. Zack. Danke. Und nun.
Auf die letzte Fahrt, da kommt sie. Hau ab! Dü-lü-dü. Zack! Weg mit dir! Wo kommt der? Zack! Wie lange geht diese Fahrt, verdammt doch mal! Es ist ja wohl. Nicht so viel verlangt hier, oder? Wie komme ich jetzt da? Zack, danke. Ich will aber noch durch. Wahrscheinlich ist hier die Medaille am letzten Viertel des Levels zu finden. Wo man ja auch erstmal hinkommen muss. Sabalotze. Der Karneval starr, meine Freunde. Seid ihr bereit? Wollen wir reinlassen? Jawohl, ich gehen. Ups. Ja, twirl dir das. Hahaha, du bist tot, da geht das schlecht. Naja, nimm Abstand. Lauf einfach rückwärts. Ist in Ordnung. Okay, da oben. Ich werde mit euch da oben. Nur zwei Edelsteine. Mir fehlt eine Medaille. Wo ist die Medaille? Wo ist diese verdammte dritte Medaille? Ist sie da oben? Nö. Ich empfehle mich. Ansonsten werde ich hier noch jemanden den Kopf abreißen. Mir fehlt eine Medaille, oder? Nee, ich habe eine Medaille, jawohl! Ja! Der Lichthof, Ektoplasma-Kluft. Ach nee, es... Ektoplasma-Kluft. Wobei, es könnte auch die sein, die Ektoplasma-Kluft. Und die kommt hinten raus. Okay, meine Damen und Herren, ich brauche eine kleine Verschnaufspause. Und dennoch, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, von Shovel Knight King of Cards, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Turbo, bei Love to Entertain You. Tschüss. Goodbye.